Herzlich willkommen bei Dive TV. Bei mir heute von Bouchard, der Thomas. Schön, dass du da bist. Hallo Tom. Thomas, ihr habt ein brandneues Jacket, hast du hier mitgebracht. Welche Taucher wollt ihr damit ansprechen, mit diesem Jacket? Ja, es ist eigentlich ein All-Around-Jacket, also wir möchten alle Taucher damit ansprechen, aber insbesondere durch die Ausstattung des Jackets auch sehr ambitionierte Taucher. Wie heißt das Jacket? Das ist das XR Komfort. Der Name ist Programm, oder? Richtig, der Komfort stand bei der Entwicklung dieses Jackets im Vordergrund. Aber ist es so schwer, ein bequemes Jacket zu produzieren? Nein, also wenn es nur um den Komfort geht, ist es natürlich nicht schwierig. Aber wir wollten ja mit dem Jacket einen Allround-Könner auf den Markt bringen. Ja? Das sprich, also er soll in allen Bereichen hohe Leistung bringen. Und da geht es dann um den Auftrieb zum Beispiel, um einen sehr guten. Es geht um eine optimale Schwimmlage. Es geht um ein einfach zu bedienendes Bleisystem. Mhm. Und unter anderem auch um eine einfach zu handhabende Flaschengurt. Auch. Also wirklich, dass der Komfort und die Sicherheit auch im Vordergrund steht bei diesem Jacket. Klingt nach einer ziemlich großen Herausforderung. Lass uns doch mal im Detail auf die Details eingehen. Fangen wir mit dem Komfort an. Der Komfort, also wie gesagt, das Jacket ist in sämtlichen Bereichen stark gepolstert, unter anderem an den Schultern. Ja. Wenn ich auf das Auftriebsvolumen zurückkomme, ist ein Jacket in Hybridbauweise. Das heißt, wir haben nicht nur ein Auftriebsvolumen im vorderen Bereich oder im hinteren Bereich, sondern auch links und rechts neben den Flaschen. Drehst du mal noch ein bisschen in die Kamera? Ich zeige das gerade mal schön in die Kamera, dass man das auch sieht. Unter anderem sieht man da auch unser Flaschenhalterungssystem. Das ist sehr komfortabel und zwar muss man das System einmal auf die Flasche einstellen und dann kann man das immer wieder in der gleichen Konfiguration schließen. Also ist da auch sehr komfortabel zu nutzen und auch sehr sicher, was auch sehr wichtig ist. Wollte gerade sagen, komfortabel ist sie. Wie schaut es mit der Sicherheit im Detail aus? Die Sicherheit im Detail, also wir haben drei Schnellablässe. Die Sicherheit wird natürlich auch durchs Auftriebsvolumen gegeben bei einem Jacket und dieses Jacket besitzt ein Auftriebsvolumen bis zu 31 Liter. Hat die Bauweise auch Einfluss auf die von dir erwähnte perfekte Schwimmlage? Genau, also wie ich schon gesagt habe, haben wir uns hier für ein Hybrid-Jacket entschieden und es vereint eigentlich die Vorteile aus zwei Welten, ja, aus einem normalen ADV-Jacket und aus einem Wing-Jacket. Und zwar wollen wir ja an der Oberfläche zum Beispiel eine stabile, aufrechte Haltung haben. Dazu nutzt das vordere Auftriebsvolumen. Und unter Wasser sind wir ja bestrebt, eine horizontale Haltung einzunehmen. Und dafür sorgt dieses Hybrid-Jacket und dieses Wing-Volumen am Rücken. Und zwingt den Taucher quasi in die optimale Haltung unter Wasser. Was natürlich sehr vorteilhaft ist, weil dann auch der Wasserwiderstand zum Beispiel reduziert wird. Und so kann man sich optimal unter Wasser fortbewegen mit dem Jacket. Dann haben wir jetzt Komfortsicherheit. Lass uns doch mal die Ausstattungsdetails anschauen von diesem Jacket. Die einzelnen Ausstattungsdetails, ja. Dazu drehe ich es zuerst wieder um. Und zwar fange ich mal bei den Taschen an. Ja. Das ist auch ein wichtiges Feature. Wir haben Zipper, die man in beide Richtungen öffnen und schließen kann, was sehr komfortabel ist. Ja. Wir haben in den Taschen haben wir Bungees, kann man kleine Kleinigkeiten befestigen. Wir haben das, wie schon angesprochene, leicht zu nutzende Bleiabwurfsystem. Was wir zusätzlich noch haben, wir haben einen Oktopushalter, wir haben einen Instrumentenhalter und was noch erwähnenswert ist, wir haben hinten haben wir Trimtaschen. Ah. Das heißt, man kann sich optimal die Wasserlage austrimmen mit diesen Bleitaschen an den Flaschen quasi dann auch dran. Okay. Ich möchte noch kurz unseren integrierten Oktopushalter erklären. Und zwar müsstest du mir da kurz helfen. Ja. Weil unser Kamerad, der fällt leicht um. Und zwar bildet man einfach eine kleine Schlaufe, nimmt diese Tasche hier und steckt den Oktopus hier rein. Ja. Ja, das ist schon praktisch, ne? Das ist sehr praktisch. Also man hat den Oktopus sauber verstaut, ordentlich am Jacket. Was auch wieder gut ist für den Wasserwiderstand zum Beispiel. Und man hat ihn ordentlich am Jacket dabei. Jetzt ziehen wir ihn wieder raus. Und so entfernt man das Ganze dann wieder. Genau. Klasse. Schieben wir ihn wieder hin. Schulterriemen sind auch verstellbar. Schulterriemen sind verstellbar. Wir haben hier einen Sicherheitsablassknopf, der verhindert, dass es sich verheddert. Also ist auch ein sehr wichtiges Sicherheitsfeature. Wir haben einen verstellbaren Kummerbund. Und dadurch erreichen wir halt auch einen hohen Tragekomfort bei dem Jacket. Klasse, Thomas. Das war also euer brandneues, jetzt muss ich nochmal schnell schauen, Masterlift XR Komfort. Genau. Wunderbar. Schön, dass du da warst. Danke. Dankeschön. Und das war's von Dive TV.